Wir haben mit der Schadenskizze eine Plattform geschaffen, die unverkennbar ist, die mobiliar ist und die uns erlaubt, immer wieder neue Geschichten zu erzählen, die Leute mit Geschichten zu unterhalten und vor allem Geschichten, die nahe bei unserem Geschäft sind. Ich glaube, das ist das Geheimnis der Schadenskizze. Heute genügt ein Blick. Häuslipapier gleich Mobiliar. Von so einer Bekanntheit und Beliebtheit kann Konkurrenz nur träumen. Die Kampagne ist sehr beliebt. Wir messen das immer wieder mit Studien. Und die Leute geben uns 8,5 Punkte auf einer 10er-Skala. Das sind hervorragende Werte, insbesondere für eine Werbung für Versicherungen. Schadenskizzen sind auch so beliebt, weil Schadenfreude die schönste Freude ist. Im Mobiliarstil allerdings nie zynisch und böse, sondern humorvoll und sympathisch. Skizzen sind noch echte Handarbeit, ganz ohne Computer. Von etwa 100 Ideen landen 80 im Papierkorb, 20 werden präsentiert und 4 bis 5 am Ende realisiert. Wir steigen mit viel Elan in das 16. Jahr der Kampagne ein und haben einen bunten Strauß an Massnahmen geplant, angefangen von einem neuen Spot, Liebe Mobiliar, und natürlich auch ganz viele Umsetzungen mit den Schadenskizzen, digital, print, alles gemischt. Die Kampagne hat noch viel Potenzial, auch nach 15 Jahren. Allein die digitalen Welten eröffnen uns ganz neue Spielräume noch einmal. Und ich würde sagen, lassen Sie sich einfach überraschen.